Der Coronavirus hat uns alle überrascht, so auch uns, und wie ein Tsunami ist die Welt verändert worden. Nachdem aber doch viele Menschen sich um ihre Gesundheit, um ihren Körper kümmern wollen, stehen wir jetzt vor einer neuen Aufgabe. Leberfasten, Leber reinigen, Leber entgiften, mache ich jetzt mittlerweile schon seit 10 Jahren und betreue eigentlich täglich sehr, sehr viele Menschen. Nachdem ich meine Kunden jetzt ja nicht face-to-face betreuen kann, wende ich mich mit dieser kurzen Videobotschaft an alle, die Leberfasten abnehmen wollen oder auch mit Leberfasten beginnen wollen. Im Moment habe ich mir was einfallen lassen. Ich betreue jetzt auch schon viele über Telefon, über unser Portal, über unsere Cloud-Lösung von der Ferne. So gelingt es uns aber doch auch jetzt den Interessenten und den Leberfastenden gut zu betreuen. Quarantäne heißt daheim bleiben, zu Hause bleiben, heißt man ist auch in seiner Bewegung, im gewohnten Bewegungsumfang auf der einen Seite reduziert, auf der anderen Seite neigt man natürlich dann dazu, mehr zu essen, und so kann ich mir gut vorstellen, und ich weiß es auch, dass bei sehr vielen das Gewicht eher nach oben als nach unten geht und die Sehnsucht nach dem Fasten immer intensiver wird. Leberfasten, also diese 14 Tage die Leber reinigen, die Leber zu entlasten, ist immer ein toller, perfekter Start, wenn man ein paar Kilo loshaben will. Vor allem ist es eine gute Vorbereitung für eine anschließende Gewichtsreduktion.